Ich komme morgens immer sehr früh in die Sümpfe. Denn nach Sonnenaufgang wird es hier sehr heiß. Dann kann ich nicht mehr fischen oder Schilf pflücken. Es ist sehr ruhig hier. Ich fische und singe, weil es mir Spaß macht und damit mich die Fische hören können. Ich heiße Abu Haider. Ich lebe in dieser Sumpflandschaft. Ich gehöre zu den Madan. Wir leben in den Marschen zwischen Tigris und Euphrat. Das Volk der Madan lebt schon immer hier. Zwischen Tigris und Euphrat entstand hier die älteste Zivilisation. Sie erfand die Schrift und die Landwirtschaft. Es heißt, hier habe einst der Garten Eden gelegen. Seit jeher tragen die Madan dazu bei, dieses fragile und kostbare Ökosystem im Gleichgewicht zu halten. Man nennt uns das Volk des Schilfs. Wir sammeln Schilf und füttern unser Vieh damit. Hochgewachsene Halme benutzen wir zum Bau unserer Häuser. Schilfrohr ist wichtig für uns. In den Marschen leben nur noch 5000 Menschen wie Abu Haider vom Fischfang und der Viehzucht. Manche wohnen weiterhin in Schilfhäusern. Sie wurden auf schwimmenden Inseln erbaut, die im Laufe der Zeit aus Pflanzen und Büffelmist entstanden sind. Haider! Wie geht's? Nicht müde? Möge Gott dir Kraft geben, Abu Haider. Sind aber nicht viele. Nein, heute waren nicht viele Fische da. Alles ist trocken. Die Lebensweise der Madan hat sich kaum verändert. Seit fast 6000 Jahren. Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein Buch. Das habe ich schon lange. Es enthält alte Fotos der Marschen. Aus der guten alten Zeit. Sehen Sie das Schilfrohr damals. Und die Boote in der Mitte. Das war ein anderes Leben. In der großen Sumpflandschaft gab es Dörfer mit mehr als 150 Häusern und sogar Schulen. Anfang der 90er Jahre wird dieses tausendjährige Reich zerstört. Nach dem ersten Golfkrieg schlägt Saddam Hussein den schiitischen Aufstand gegen ihn nieder und lässt die Sümpfe trockenlegen, in denen sich die Rebellen versteckt haben.
90% der Fläche sind verschwunden. Die Madan gehen ins Exil in die Stadt oder in die Flüchtlingslager im Iran. 2003 wird Hussein gestürzt. Die Madan zerstören die Dämme. Und mit dem Wasser kehrt auch das Leben zurück. Doch trotz all ihrer Mühen wachsen die Sümpfe auf nur 3000 Quadratkilometer an. Dreimal weniger als vor dem Austrocknen. Und es wird nicht besser. Der Irak gehört zu den 5 am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern. Die Region verwandelt sich langsam in eine Wüste. Im Sommer sinkt der Wasserspiegel um fast 1 Zentimeter pro Tag. Hier stand das Wasser 40 Zentimeter hoch. Der Boden war vollständig bedeckt. Jetzt ist alles trocken. Soweit das Auge reicht. Diesen Boden kann man kaum bearbeiten. Er ist hart wie Beton. Das ist ein Stück Beton und kein Marschboden mehr. Wir können nichts dagegen tun. Das sind Wurzelreste vom Schilfrohr. Ich bin Jassim al-Assadi. Ich kam vor 67 Jahren in den Marschen auf einem Boot zur Welt. Meine Mutter hat meine Nabelschnur den Fröschen und Fischen zugeworfen. Jassim ist Hydrologe und hat lange in Bagdad gearbeitet. Doch angesichts der von Saddam Hussein verursachten Schäden ist er ins Marschland zurückgekehrt. Seit über 15 Jahren kämpft er für seine Wiederherstellung. Der Salzgehalt ist ziemlich hoch, mehr als 0,2%. Man misst den Salzgehalt des Wassers, weil er ein Indikator für Leben ist. Je mehr Salz, desto weniger Leben. Die Fische sterben und die Büffel auch. Die Marschen im Südirak sind für Fische und die Artenvielfalt sehr wichtig. Hier gibt es mehr als 200 Vogel- und Amphibienarten. Hier blüht das Leben. Und wenn die Sümpfe sterben, sterben diese Tiere auch. Durch den Wassermangel verschwinden unsere Marschen und die Kultur der Madan mit ihnen. Einige Bauern hier sind bereits bedroht. Die Lebensbedingungen am Rande der einstigen Marschen verschlechtern sich zunehmend. Hallo, ich möchte über Wasserprobleme reden. Haben Sie kranke Büffel? Ja, sie sind krank vom Wasser. Wie viele? Wollen Sie sie sehen? Ja, gehen wir. Ist dieser Büffel wegen des Wassers krank? Ja, er hat salziges Flusswasser getrunken. Der Arme. Und der hat ein Problem mit dem Fuß. Hat er im Schlamm gesteckt und sich beim Versuch, das Bein rauszuziehen, verletzt? Ja, er hat sich wegen des Wassermangels verletzt. Wie viele Büffel habt ihr in den letzten Jahren verloren? Etwa 50. Alle gestorben? Ja. In welcher Zeit? 50 Büffel in 5 Jahren.
Bei 50 Grad Hitze suchen die Büffel nach Abkühlung. Doch im vertrocknenden Schlamm stecken sie schnell fest. Seit Jahrtausenden schon züchten die Madan Wasserbüffel und müssen nun Wasser kaufen, damit ihre Tiere überleben können. Ich bespritze die Büffel, weil es so heiß ist. Ohne die Kühlung könnten sie krank werden und sogar sterben. Abu Karal, wie sieht's mit dem Wasser aus? Nicht gut. Wir kaufen das Wasser in Al-Jibayish. Eine Lieferung von 5 Tonnen kostet uns 15.000 Dinar. Und wenn es in den Marschen kein Wasser mehr gibt? Dann müssen wir eine Hälfte der Büffel verkaufen, damit wir die andere Hälfte ernähren können. Im schlimmsten Fall gehen wir weg, wenn wir dazu in der Lage sind. Als es noch Wasser gab, haben wir von einem guten Leben durch Viehzucht geträumt. Aber ohne Wasser gibt's keine Hoffnung mehr. Wir brauchen nur einen Kanal, der das Wasser verteilt. Es muss nicht einmal trinkbar sein. Wir bitten Gott und Sie darum. Wir sind auch Iraker. Die Madan sind die ursprünglichen Bewohner der Marschen, die Erben der Sumerer in diesem Land. Doch sie leiden sehr. Die Städte und Entscheidungsträger demütigen sie. Es mangelt an Dienstleistungen, Infrastruktur, Wasser und an einem Interesse an ihrer Kultur. Wenn die Marschen verschwinden, endet eine 6.000 Jahre alte Zivilisation. Viele Madan haben sich wegen der Dürre und des Verlusts ihrer Büffel selbst verbrannt. Es ist so absurd, dass die Madan die Ärmsten sind. Dabei leben sie in einem Ölland. Sie sind verzweifelt. Bei manchen jungen Leuten wird aus Verzweiflung Widerstand. Hallo, ich bin hier am Al-Hawise-Sumpf. Er ist eine karge Wüste geworden, in der nur noch einige Rinnsale fließen. Der 20-jährige Madan Mustafa Hashim dokumentiert seinen Alltag und mobilisiert die Bevölkerung mit Videos in den sozialen Medien. Das Ministerium für Wasserressourcen gibt immer falsche und realitätsferne Erklärungen ab. Es heißt da, Al-Hawise sei in gutem Zustand und auch die anderen Sümpfe hätten Wasser. Das sehen die Bewohner der Region aber ganz anders. Wir sind mit diesen Aussagen nicht einverstanden, weil sie nichts mit unserer Realität zu tun haben. Wir leiden. Das ist unsere Realität. Wir besuchen Mustafa in seinem Dorf im östlichen Teil der Marschen. Einst nahmen die Sümpfe eine riesige Fläche ein. Heute sind sie in 3 Zonen unterteilt, wo man Straßen und Dörfer angelegt hat. Auf dem Weg vom Westen, wo Jassim lebt, zum Dorf von Mustafa gibt es mehrere Kontrollpunkte. Das Militär überwacht den Zugang zu diesem strategisch wichtigen Gebiet mit seinen Ölfeldern an der Grenze zum Iran.
Wir treffen Mustafa unweit von seinem Dorf. Schilf sieht man nicht, dafür aber Gasfackeln, soweit das Auge reicht. Diese Gebiete waren mit Vegetation und Wasser bedeckt, wurden aber leider zu Ölfeldern. Ölkonzerne haben die Einwohner zum Verkauf des Landes gezwungen und die mussten danach abwandern. Heute gibt es hier kein Leben mehr. Mein Volk wurde gewaltsam vertrieben. Wir haben unsere Kultur und unsere Identität verloren. Einfach alles. Mit Öl generiert der irakische Staat 90% seiner Einnahmen. Zahlreiche westliche und chinesische multinationale Konzerne bohren nach Öl in den Sümpfen. Die Ölkonzerne entwässern das Gebiet und pumpen das Wasser aus den Sümpfen in Brunnen. Zur Förderung eines einzigen Fasses Öl verbrauchen sie 3 Fässer Wasser. Schwarzes gegen blaues Gold. Die sogenannte Wasserinjektion bei der Ölförderung erfordert große Mengen an Frischwasser. Die irakische Ölproduktion hat sich im letzten Jahrzehnt verdoppelt. Doch wegen des Wassermangels könnte sie in Zukunft zurückgehen. Mustafas Dorf steht im Zentrum des Konflikts zwischen Ölkonzernen und der lokalen Bevölkerung. Diese Region ist sehr arm und die Ölkonzerne haben die gesamte Kontrolle über das Wasser. Die Leute haben weder die Macht noch die Kraft oder die Mittel, um ihr Wasser zurückzufordern. Klar sind sie wütend, weil sie gegen diese Unternehmen nichts machen können. Vor 3 Jahren lebten noch 100 Familien in der Region. Jetzt sind es nur noch 30. Alle gehen in die Stadt. Mustafas Familie fordert von der Regierung den Anteil des Wassers, der den Bewohnern der Marschen zusteht. Weiter, weiter. Du warst schon lange nicht mehr hier. Wir verdursten. Du hast uns vergessen. Warum ich Aktivist geworden bin? Weil meine Familie unter dieser Dürre leidet und unser Vieh stirbt. Ich wollte Beweise sammeln. Also habe ich Zeugenaussagen erfasst, um alles zu dokumentieren. Und die habe ich dann in den sozialen Medien veröffentlicht. Ich versuche, meinem Volk eine Stimme zu geben und rege junge Leute an, für unsere Kultur zu kämpfen. Das ist eine Demo der Marschbewohner von 2022. Als die Dürre begann, hatten wir keine Wahl mehr und mussten demonstrieren. Sie schießen mit scharfer Munition auf die Marschbewohner. Man hat uns gewaltsam unterdrückt. 20 junge Leute wurden verhaftet. So wollen sie uns in die Knie zwingen und vom Widerstand abhalten. Aber wir geben unser Land und unser historisches Recht auf Zugang zum Wasser nicht auf. Auch mehr als 100 Kilometer nördlich sind die Menschen wütend. Wir sterben vor Durst und Kummer.
Die ganze Welt muss das wissen. Ich bin völlig fertig. Die im Ministerium für Wasserressourcen versammelten Dorfvorsteher sind genervt. Auch auf den Feldern mangelt es an Wasser. Die sagten, sie würden das Wasser in ein paar Tagen wieder aufdrehen, aber es kommt nichts. Hör mir zu, schrei nicht. Hör mir zu. Ruhig. Hör mir zu, sage ich. Die Hydrologin vom Ministerium für Wasserressourcen hat Mühe, die Situation zu erklären. Wie lange werden Sie das Wasser noch sperren? Beantworten Sie bitte meine Frage. Ich weiß es nicht. Das entscheidet die Leitung, nicht ich. Der Kanal wurde geschlossen, weil das Ministerium es so geplant hat. Heute oder morgen haben Sie wieder Wasser. Da wir schon vom Kanal reden, der ist seit 3 Monaten zu. Seit 3 Monaten zu? Nicht wegen mir, auf Anweisung. Wir kommen von weit her. Warum wohl? Wenn Sie an einer Stelle Wasser durchlassen, wird an anderer Stelle ein Kanal geschlossen. Dann kämpfen die Stämme ums Wasser. Der Irak, einst die Kornkammer der Region, muss jetzt das Wasser für seine Bauern rationieren. Ein bisschen hier und da, so schließt ihr den Kanal. Um den Wasserstand in den Hauptkanälen zu erhöhen, müssen sekundäre Bewässerungskanäle vorübergehend geschlossen werden. Diese Notfallmaßnahmen dauern maximal 48 Stunden, weil das Trinkwasser für Bewohner und Tiere Vorrang hat. Nochmal, diese temporäre Maßnahme dauert nicht mehr als 48 Stunden. Warum schließen Sie den Kanal? Wer bestimmt das? Mit dem werde ich reden. Antworten Sie. Ich rede mit Ihnen. Ich bin ein Sohn dieses Staates. Warum sperren Sie uns das Wasser ab? Warum bauen Sie hier eine Sperre? Sperren Sie uns das Wasser ab? Vorübergehend. Warum wollen Sie mein Wasser? Nur 2 Tage. Lass mich. Warum schreist du die Vertreterin des Ministers an? Denkst du, die entscheidet das? Ich schrei nicht, ich erkläre es. Denkst du, du bist eine Ausnahme und es gibt keinen Staat hier? Hör zu, lass mich erklären. Nur noch eins. Ihr dürft euch den Sperren nicht nähern. Das ist verboten, eine staatliche Anweisung. Es ist nicht erlaubt, den neuen Deich zu öffnen, wenn ihr Wasser braucht. Das ist ein Gesetz. Es muss befolgt werden. Ja, manchmal werden sie wütend, weil sie unser Vorgehen nicht verstehen. Das sind einfache Leute hier, mit niedrigem Bildungsniveau. Deshalb reagieren sie manchmal etwas übertrieben, ohne groß nachzudenken. Natürlich verheimlichen wir ihnen das nicht. Der Irak hat nicht mehr so viel Wasser wie früher. Aber wir kümmern uns darum, dass das wenige Wasser, das wir haben, verteilt wird und, so Gott will, für alle ausreichend. Niemandem wird es an Wasser fehlen. Allerdings wird der Zugang zum Wasser flussaufwärts kontrolliert, weit weg von den Marschen, den Feldern und Bagdad. Genauer, an den Quellen von Tigris und Euphrat in der Türkei. Das Hauptproblem ist die Verteilung dieser lebenswichtigen Ressource zwischen dem Irak und seinen mächtigen Nachbarn. Innerhalb von 30 Jahren baute die Türkei an den beiden großen Flüssen 22 Staudämme und hat so den Durchfluss von Wasser halbiert. Die Lage im Irak ist hochgefährlich. Hier ist der Iran.
Hier die Türkei und daneben Syrien. Das gesamte Wasser kommt aus diesen drei Ländern. 97% des Wassers im Euphrat stammen aus der Türkei und Syrien. 68% des Wassers im Tigris stammen aus der Türkei und dem Iran. Das heißt, je mehr Staudämme in einem dieser drei Länder, desto weniger Wasser im Irak. Dabei regelt ein internationales Gesetz die Wasserverteilung. Doch weder die Türkei noch der Iran haben es unterzeichnet. Die Türkei betrachtet Tigris und Euphrat als grenzüberschreitende Wasserläufe. Dabei sind es internationale Flüsse und für die gelten internationale Gesetze und Abkommen. Wenn die Türkei, Syrien und der Iran die Wasserzufuhr zum Irak unterbrechen und weitere Staudämme bauen, droht uns eine Katastrophe. In der Grundschule sagten meine Lehrer, das nächste Jahrhundert werde das Jahrhundert der Wasserkriege sein. Dem Land droht ein Wasserkrieg. Und im Südirak steigt das Thermometer im Sommer regelmäßig über 50 Grad. Extreme Temperaturen setzen auch der Hauptstadt Bagdad zu. Wasser ist wichtiger denn je. Doch der Sprecher des Ministeriums für Wasserressourcen wischt Jassims Befürchtungen vom Tisch. In den letzten 40 Jahren wurde der Irak durch den Krieg gelähmt und durch Konfessionskonflikte und Terrorismus. Die Nachbarländer hatten diese Probleme nicht. Sie konnten in Anlagen zum Speichern und Gewinnen von Wasser und zur Bewässerung investieren. Der Betrieb dieser Anlagen schadet dem Irak. Aber unser Land hat Druckmittel, um dafür zu sorgen, dass seine Nachbarn ihm einen fairen, gerechten Anteil am Wasser garantieren. Zum Schluss noch ein wichtiger Punkt. Den Irak, die Türkei, den Iran und Syrien verbindet die gleiche islamische Religion. In den religiösen Schriften wird klar darauf hingewiesen, dass das Wasser geteilt werden muss. Daher kann von einem Wasserkrieg in unserem geografischen Gebiet keine Rede sein. Woanders mag das möglich sein, aber in unserer Region nicht. In den Marschen ist die Lage weniger friedlich, als die Regierung vorgibt. Für Whistleblower geht es da um Leben und Tod. Vor anderthalb Jahren entführten bewaffnete Männer Jassim am helllichten Tag. Ich war von Babylon nach Bagdad unterwegs, als uns bewaffnete Personen den Weg abgeschnitten haben. Sie zerrten mich aus dem Auto und verbanden mir die Augen. Dann brachten sie mich weg und sagten, sie seien zuständig für die nationale Sicherheit. Am Ziel hieß es dann, sie seien vom Geheimdienst. An der Art, wie sie sprachen und wie sie mich gefoltert haben, erkannte ich, dass das keine Iraker und keine Vertreter der Regierung sind. Unter Saddam Hussein hatte man mich schon mal verhaftet, aber nie so gefoltert. Zwei Wochen lang haben sie mich auf verschiedenste Art gefoltert. Sie haben mich an empfindlichen Stellen getreten und mich mit einem Feuerzeug verbrannt.
Das Schlimmste waren die Stromschläge. Mehr als 150 Mal. Sie haben mich mit Plastiktüten fast erstickt und so getan, als würden sie mich ertränken. Das war sehr schlimm. Ich dachte, ich würde sterben, aber sie sagten, wir wollen nicht, dass du stirbst. Aber du sollst leiden, bis du zugibst, dass du ein Spion bist. Jassim reicht eine Beschwerde ein, doch die Ermittlung ist bereits abgeschlossen. Die Justiz versucht gar nicht erst, den Fall zu klären, da dem Staat nahestehende schiitische Milizen möglicherweise involviert sind. Die Drohungen gegen Umweltschützer nehmen zu. Hallo Salman, wie geht's? Wir vermissen dich. Ich vermisse euch auch sehr. Die Marschen und Al-Shibayish vermissen dich. Das Schilf und wir alle vermissen dich. Wie heiß ist das gerade in Al-Shibayish? Fast 50 Grad. Manchmal ist es noch heißer. Es verdunstet sehr viel Wasser. Salman Khairallah wurde 2019 von der Regierung verhaftet und musste ins Gefängnis. Nach der Freilassung floh er nach Europa. Seit 7 Jahren wird die Situation für Aktivisten immer schlimmer. Mit all den Drohungen, Hassreden und Schikanen. Das fing an, als wir die Wasserknappheit im Zusammenhang mit türkischen und iranischen Staudämmen kritisiert haben. Damals wurden wir von Milizen und illegal bewaffneten Gruppen bedroht. Sobald wir über Regierungsprojekte im Zusammenhang mit Öl reden, werden wir von der Regierung bedroht. Wir können nichts sagen. Sie behandeln uns wie Spione und Kriminelle. Nur weil wir sauberes Wasser haben wollen, in dem wir schwimmen, angeln und das wir trinken können. Dabei ist dieses Recht ein Menschenrecht. Wenn wir dieses Problem im Irak nicht lösen, wird es auch in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt auftreten. In Zukunft wird Wasser zu einer Waffe werden. Salman leitet seine Kampagnen jetzt aus dem Ausland, um vor dieser Gefahr zu warnen, die den ganzen Planeten verändern könnte. Jassim bleibt in den Marschen und leistet dort Widerstand. Nach meiner Entführung hatte ich Tage und Wochen lang schreckliche Albträume, als würde mich ein Monster in eine Ecke des Zimmers stoßen. Ein Monster, das mich verfolgt. Jetzt, da meine Kinder außer Landes sind, habe ich mehr Freiheit. Jetzt kann ich mich noch stärker für die Umwelt, die Natur und die Bewohner der Marschen im Irak einsetzen. Ich habe keine Angst. Ich bin über 67 Jahre alt. Ob ich heute oder in 20 Jahren sterbe, das ist mir egal. Ich bin in den Sümpfen geboren, ich werde hier sterben.